Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde von mir. Blickst du das und in diesem Video machen wir den Video zu den Avengers Magazin. Also das ist noch nicht der Überblick, wie ich es gerade eben bei den Explorer Magazin gemacht habe. Ja, ich habe gerade eben den Video gefilmt. Hier sind noch ein paar Extras dabei, ein paar Polybags und so weiter. Und ja, das ist sozusagen ein erster Einblick, Eindruck, Video, wie es mir so gefallen hat. Und jetzt habe ich gesehen, dass Thor jetzt keinen Hammer hatte, denn es hat Captain America und den zeige ich euch auch gleich. Ja, Leute, hier ist Captain America mit seinem Hammer. Mit Thors Hammer, besser gesagt. Aber wer Endgame gesehen hat, sollte wissen, dass auch Cap den Hammer, dass es auf irgendeiner Weise auch Caps Hammer ist. Oder besser gesagt, auch wer Age of Ultron gesehen hat, da konnte Cap ihn noch ein bisschen anheben. Aber meine Kamera kann es nicht scharf stellen. Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Ey, Mann. Ey, die Leute hier draußen schreien und sowas von. Aber, tja, das kann die nicht scharf stellen. Wieso jetzt nicht? So. Ach, keine Ahnung, aber das ist hier Cap. Und wer die Szene gesehen hat, die hier, wo er halt mit den. Ach egal. Er hat halt den Hammer in Endgame. Sagen wir es mal so. Der kommt auch jetzt weg. Nein, ist kaputt gegangen. Natürlich, aber ich habe den Set von Captain America Rebike. Jetzt habe ich hier mal zwei Magazine. Einmal den von Venom, das da allererste, den ich gekauft habe, und dann den von Thor. Und es wird auch noch ein Review kommen zu den nächsten Magazinen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt gehen wir Thor. Den Hammer. Den braucht er noch. Und ich habe die Blitzkraft von ihm verloren. Ja, ich hab's halt ausgepackt und in den Polybag ist halt nichts mehr drin und das war halt nicht drin. Also da war der Blitz, den habe ich jetzt auch nicht hier nicht, aber die Blitzkraft war nicht dabei. Also der Ständer war nicht dabei. Und auch der 1x1 Runbrick war dabei, aber halt der Ständer nicht, deswegen geht es nicht. Und fangen wir an mit dem ersten Magazin und zwar das ist der Venom Magazin. Ja Leute, das ist jetzt der Venom Magazin. Hier habt ihr eine Karte von Ninjago, die Insel. Kriegt zwei davon, auch in den nächsten gibt es eine. Die ist mal weg. Dann kriegt ihr in jedem Magazin wirklich eine Figur. Deswegen kostet jedes 50 Cent mehr als das von Star Wars. Ja, genau. Und es kostet gleich viel wie der Explorer Magazin, obwohl man die Teile. Und das ist auch eine Lizenz. Das sind auch Lizenz-Magazine. Und hier ist die erste Minifigur, und zwar Venom. Hier ist noch der Polybag und das ist kein Set. Das ist ganz normal verpackt, wie die Lego Star Wars Magazine. Verpackung, jetzt kommt es weg. Und falls ihr euch fragt, wo ich sie hinschmeiße, die schmeiße ich wirklich weg hier. Ne? Dann gibt es hier ganz normaler Standard-Print. Kopf. Wie ist das nochmal? Ah, der Torso und Beine sind nicht bedruckt, aber zumindest der Torso ist bedruckt. Dann, ja, hinten sehr viele Tentakel, Venoms und so weiter. Ich kenne mich nicht so viel aus den Marvel Avengers, denn ich habe erst gerade wieder angefangen, Marvel zu sammeln. Ja, Leute, schon irgendwie ein bisschen schlecht. Dann, hier gibt es den Comic und hier ist auch aufgerissen, obwohl, okay, das ist, glaube ich, auch mit Tesa. Ja, das ist einfach immer ganz mit Tesa. Film, das ist halt so zugeklebt so worden. Dann, ja, das ist dann so ein ganz cooles Comic mit Dr. Doom. Hier gibt es dann die Anleitung, um eine Minifigur zu bauen, was eigentlich nicht so schwer sein sollte, aber egal. Dann gibt es hier noch den Venom Iron Man. Den Set kann ich auch nur empfehlen. Habe ich leider nicht, aber kann ich trotzdem empfehlen. Dann hier Venom. Ein paar Labyrinthe. Und ja, das ist eigentlich ein ganz cooles. Also jedes von diesem Magazin basiert nur auf den Extra. Und hier, schaut, was das ist. Das ist eine Granate. Glaube ich, also, wer hat es eigentlich geschossen? Ich glaube, das war, wartet mal, keine Ahnung, also, das ist ein Pfeil. Ah, das war wahrscheinlich Captain, nein, Black Widow. Und dann, ja, hier gibt es auch noch eine neue White Flash Mini-Figur. Ich zoome mal ein bisschen dran. So, das ist die hier, das ist eigentlich Ivan Vanko. Wer den Film gesehen hat, sollte ihn wiedererkennen. Und dann hier, dieses Magazin, den sehen wir jetzt. Und hier ist er, hier ist das Magazin, hier ist halt Thor mit dabei, ganz normaler Polybag, und hier Thor, der Gott des Donners, der hat hier seinen Mantel mit dabei, nicht Spongy Cape, dann hat er hier die Blitzaugen, sollte man es eigentlich sehen können, mit dem Fokus ist nicht so gut, genau wie bei Helter Stein, dann hier, Kopf ist eigentlich sehr stabil, obwohl diese Haare manchmal sehr schnell abfallen. Nicht immer, aber bei manchen Minifiguren schon, also von Tom Minifiguren. Dann hier Rückenbedruckung, ganz Standard. Warte mal.
So, scharf machen. Ey, ganz ehrlich, mein Handy und beziehungsweise meine Kamera ist ein bisschen, spackt ein bisschen. Jetzt kann es nicht scharf stellen. Und warte. Das kommen wir in den nächsten Video von den Produktionsfehlern von Lego. Tja, ganz normale Standardbetuchung hier hinten und hier die sechs königlichen Scheiben. Ich habe gerade zwei Bücher von Marvel gekauft, die Enzyklopädien. Und was die Produktionsfehler sind, schaut hier. Hier ist ein Loch und da ist ein Loch. Also, ja, manche nennen das Produktionsfehler, manche nennen das Missprints. Und ja, das ist nicht so beim offiziellen Teil. Aber es wird auch noch ein Vergleich mit, also jeder YouTube-Kanal, jeder Lego-Kanal verhält sich, redet jetzt ein bisschen über alternative alternative Klemmbausteine. Und das werde ich natürlich auch machen, denn ja, ich habe sogar Blocks-Sachen, da muss ich mir nichts kaufen. Blocks ist halt ein Alternativ-Klemmbausteinhersteller. Und davon wird mal ein Review, also ein Vergleich wiederkommen. Dann kommt hier der Magazin vor. Das ganze Ding. Nee, das ganze Magazin redet halt um. Warte. Ah ja, das ganze Magazin redet um halt Tor oder halt, ja. Dann gibt's hier, schaut an, das konnte man auch bei den ersten Star Wars Magazinen machen in Italien. Hier, man könnte sich einen Jedi machen, Superkraft Lego bauen, Geheimkraft, Maske, Name. Ich habe mich immer Captain Avenger bezeichnet, aber dazu kommt vielleicht auch nochmal ein Video, wie von meiner eigenen Minifigur, die ich irgendwann machen werde. Dann kommt hier die Bauanleitung, um eine Minifigur zu bauen. Natürlich, das kommt auch in den ganz normalen Bauanleitungen vor. Also wirklich. Dann locker aus der Hüfte Loki abgeschossen. Das ist auch sein Bruder. So macht man das, Leute. Nein, Scheiße, so macht man es nicht mit seinen Brüdern. Wenn schon mit einer Axt, nicht mit einem Hammer. Ja, man muss wie er es bei Thanos gemacht hat, machen. Direkt Kopf ab. Nicht bedrohen, nein, sofort Kopf ab. Dann gibt es hier noch ein paar Rätsel. Hier noch die Karten. Warte mal, ich sollte eigentlich die gleiche Packung doppelt haben. Ja, das ist dann die hier. Die hier werden, wie gesagt, verlost bei den Minifiguren-Video. Also schreibt einen Kommentar darunter, was die Mystery-Minifigur war. Dann gibt es hier den Comic, der heißt Frost. Ist auch ganz cool und. Schaut mal, warte mal, hier irgendwo war ein Heimdall. Hier, die Heimdall-Minifiguren. Schaut die an. Wie schön die ist. Die hier. Vielleicht kommt die wirklich in ein Afghan-Set. Wer den Minifiguren-Video von Brickstory gesehen hat, sollte das wissen. Dann zu Captain America kommen wir gleich auch noch. Ja, das ist eigentlich ein ganz stabiler Comic. Dann gibt es hier noch einen coolen Poster. Hier einen. Das gab es auch bei den ersten Star Wars Magazin. Den Video dazu findet ihr, wie gesagt, hier oben. Nicht hier. Da. Hier unten findet ihr meinen Zweitkanal und hier könnt ihr mich abonnieren. Hier kommt es zu meinem Kanal und wenn ihr hier drauf mit der Maus gleitet und nach da geht, dann könnt ihr mich abonnieren. Ich freue mich sehr über jeden Abo. Loki betrügt andere Schurken. Es gibt fünf verschiedene Loki-Minifiguren, sieben verschiedene Sets wo er drin war. Dann hier Hulk. Okay, diese Minifigur ist. Ach, egal. Das hier ist nicht Hulk, sondern es ist Dr. Hulk. Oder Bruce Hulk? Keine Ahnung. Ja, gibt es hier noch Werbung für den City-Magazin. Und hier noch ein paar Mechs. Aber dieses hier wäre. Okay, das ist eigentlich der Schild von Falcon und The Winter Soldier. Denn, ja, weil mit diesen Gravierungen drin. Und tja, dann gibt es hier Thanos, Thor und Iron Man. Eigentlich sollte auch noch ein Miles Morales Mech irgendwo sein. Und auch ein Spider-Man-Mech. Ach, egal. Ja, dann gibt es hier, da gibt es hier der Top-Comic weiter. Oh, die Minifigur, die ist auch ganz cool. Vielleicht kommt wirklich ein Asgard-Set. Also, ich würde mich sehr freuen. Und dann, hier, To Dink wird ein Review kommen. Denn ich habe sehr hohe Erwartungen. Und man kann dann eine bessere Szene nachspielen von Avengers Assemble. Ja. Jetzt würde ich sagen, jetzt hat mein Video die Maximalgröße erreicht, denn ich habe nur noch 0,1 GB. Also würde ich sagen, abonniert mich jetzt. Hier unten. Abonniert mich sofort, Leute. Ich weiß, ich hab 47 oder keine Ahnung, wie viele Aufrufe bei diesem Video. So ungefähr 50, 52, keine Ahnung. Dann aktiviert die Glocke direkt daneben. Na, lass einen Daumen nach oben da, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.